What? Okay. Wie süß. So, dann lass mal hier durchrennen. Okay. Durch diese Schlucht rennen, drüben ein Fahrzeug aufsammeln, weiterfahren bis zum nächsten Echo. Das klingt nach einem Plan. Hätte ich gewusst, dass dieses hier so blöd irgendwie verschachtelt ist, dann hätte ich jetzt zuerst... hätte ich das mit fürs Letzte aufgehoben. Naja, das kann man ja nicht ahnen. Ahnen. Au. Ahnen. Ahnen. Nö, nö, nö. Nee, nee, nee. So viel Sand und keine Femsche. Ja, wohl eher so viel Schnee. Ja, so viel Schnee. Und keine Karotte und, ja. Karotte, lecker Karotte. Karotte sind gesund. Naja, fette Schneemann. Ja, klar. Mache wir mal ein lecker Schneemann. Also wirklich, wenn man ohne Wagen hier durchläuft, ja, ist das ganz schön groß. Dachte ich mir auch gerade so. Wie schnell sind wir da mit dem Auto durchgefahren und jetzt so... Mit dem Turbo das letzte Mal hat sich das irgendwie nicht ganz so langsam angefühlt. Nee, nicht wirklich. Ja, dann hau doch deinen Turbo rein. Wir sind an der anderen Wagenstation kartenmäßig vorbeigelaufen. Na super. Ja, aber wir konnten die auch gar nicht erreichen von dieser Unterführung aus hier. Na toll. Warum kann mein Charakter nicht fliegen? Wieso kannst du nicht fliegen? Du bist doch auch so eine... Wie heißt diese Rasse da mit den Tattoos und der Magie? Und Sirene. So? Sirene, genau. Hat sie doch auch gerade gesagt. Ja, ist doch egal. Wo steht denn, dass Sirenen fliegen können? Ja, keine Ahnung. Ihr seid doch so... Gott. Ihr seid doch so crazy. Deswegen dachte ich, das geht einfach. So. Aua, aua, aua. Hier. Oh Gott. Wurde eigentlich auch mal gesagt, was für eine Rasse Zero ist? Da steht ja eigentlich nur Assassine, aber ja, ne? Mehr. Moment, oh, das klebt, glaub ich. Wer kann sie wohl im Spiel einfach ihr Schicksal überlassen? Da liegt der Iridium! Noch ein Kammerjäger, was? Mal sehen, ob ich ihn auf meinem Rückweg nach Sanctuary Panico erreiche. Gut. Du kannst jetzt gehen. Was? Ich bin doch gerade erst gekommen. Ich bin ein bisschen im Stress, weil ich einen Einfraukrieg gegen die Tundra-Banditen führe, damit du Jack jagen kannst. Aber wenn dir nach Gesellschaft ist, lasse ich den Firehawk-Kram sein und lass die Bloodshot's Sanctuary überrennen. Nein, nein, du hast natürlich recht. Sicher? Ich könnte uns Kakao machen. Wir könnten über Jungs quatschen. Ich melde mich, wenn ich den Kammerjäger gefunden habe. Tut mir leid. Sorry. Was für ein Gespräch. Gut, hier hätten wir jetzt... Das wirkt. Seid ihr fertig? Da hätten wir jetzt eigentlich kein Auto gebraucht. Wir fahren ja eh wieder in Sanctuary rein. Ach so. Hab vergessen. Ah, Mann! Da hat er mir schon das Symbol gezeigt für Reisen und dann steigt er mir aus dem Auto raus. Oh. Ach, ist doch egal. Oh. Wir brauchen da eh kein Auto. Aber ich will ein Auto! Zu Fuß zu reisen liegt unter meinem Niveau. Penis. Okay, jetzt nicht mehr. Schade. Mann, ey, komm schon. Also, wenn ich jetzt nicht ein paar Millionen springen sehe, ja? Was? Wieso? Er hat mir gerade angezeigt, dass ich vielen Dank für die Rekonstruktion, was? Bist du gestorben? Hast du Geld verloren? Keine Ahnung, ich bin gerade verwirrt. Jetzt bin ich hier vorne am Eingang. Was hat der... Das Spiel macht mich crazy. Macht dich crazy. Totally crazy. Ja, da wirst du ja bekloppt bei. Ah, hier kann man sogar Raketen kaufen. Wer hätte das geahnt? Ja, ich nicht. Aber gut. Ja, ne? Zu wissen. Da, hier, also, was hast du jetzt zu sagen? Wo ist die? Da. Warte mal auf dich, sprich du mal mit ihr. Du bist ja hier die Aufnahmeperson. Die Person welche? Ja, die Person, wo die welche? Beschaffe die... Wie du da, bla, blub. Beschaffe die Abhöraufnahmen von Lilith. Nun, da der Schnüffler tot ist und seine Aufnahmen zerstört sind, tappt Hyperion bezüglich Liliths Verbleib weiter im Dunkeln. Gut. Je weniger Hyperion über mich weiß, desto besser. Du hast die Echos doch nicht abgehört, oder? Dumme Frage. Und ich habe eine neue Kopfanpassung bekommen.
Jupp, können wir gleich mal ausprobieren gehen. Ja. Gleich mal schauen, wie das Teil aussieht. Wird wahrscheinlich wieder irgendwas Albernes sein. Ja, also bei mir die Kopfanpassung heißt Punk. Also es sagt ja schon einiges. Ja, so ein bisschen. So. Wo ist die? Hallo? Ja, frage ich mich auch gerade. Einäugiger Spion hatte ich schon, auch wenn hier neu dran steht. Hä? Oh, wie hieß die jetzt nochmal? Punk. Hä? Also bei mir hieß die Punk. Die wird mir aber irgendwie nicht angezeigt. Ich weiß nicht mehr, wie die bei mir hieß, aber bei mir taucht sie auch nicht auf. Oh, man! Oh, ich war ein Kack. Mist. Ist ja blöd. Hä? Aber das war ein Kopf. Eine Kopfanpassung, das weiß ich. Ja. Ich hab die eingesammelt, ich hab die auch schon aktiviert. Ach so, Moment. Ich hab sie noch nicht aktiviert, oder? Muss man die aktivieren? Ja, im Inventar halt anklicken. Hab ich aber schon gemacht. Die wird mir trotzdem nicht angezeigt. So, Kopf freigeschaltet. Jetzt habe ich natürlich wieder nicht geguckt, wie sie heißt. Doch, bei mir wird sie angezeigt. Nevermore. Oh ne, die sieht aber scheiße aus. Ne, ne. Du siehst aus wie ein Mitglied von einer Emo-Band. Ja, das... Nee. Ich nehme weiter meine alkalische Herrin. Die ist schön... punkig und so. So. Oh, 3 Badless-Tokens. Wann habe ich die denn bekommen? Oh, habe ich noch welche bekommen? Ich habe nur 1. Granaten. Was haben wir noch so? Möglicher Elementareffekt. Okay. Okay, wenn es denn sein muss. Okay. Na gut. Noch mehr Granatenschaden. Ich hab das Achievement Token Tanker bekommen. Ja, du Tanker, du. So, jetzt gehe ich mal kurz hier noch zu dem Laden. Ja, das ist eine gute Idee. Voller Möglichkeiten. Voller Möglichkeiten. Gott, wieder so viel Zeug, was man alles loswerden kann. Aber hallo. Kann weg, es kann weg, es kann auch weg. Liliths Schild kann leider auch weg. Was soll's? So, granatentechnisch, Standardexplosion. So. Komm jederzeit wieder. Aber jetzt, die letzten Gegner, die wir gerade gekillt haben, die haben ein paar richtig gute Ausrüstungsgegenstände fallen lassen, sehe ich gerade. Ja, bei mir jetzt eher weniger. Ja, ich habe halt eine super geile Granate gefunden. Granatenmod. Super geil. Mhm. Modi. Haut total rein, das Ding. So, was haben wir dann hier? Ist ja gut. Holy fuck, macht das Ding viel Schaden. Muss ich mal ausprobieren. Wie viel macht's denn? Also die eine Schrotflinte. Meine Schrotflinte, die alte, hat 6x19 gemacht und die neue macht 10x37. Okay, das ist krass. Das ist schon krass, ja. Und Granatenmod auch. Mein alter Granatenmod hat mir 282 Schaden auf die Granaten gemacht und der neue macht 440. Okay. Ist gekauft. Jetzt geht's los. Jetzt geht's los. Oh. Jetzt geht's los. Ja, doch hier nicht beim Fußball. Ja, zum Glück. Ja. Könnte ich jetzt auch eher weniger mit anfangen. Das da ist irgendeine Knarre. 84 Schaden. Aha, aha. Probier ich mal die hier. Okay. Gut. So, jetzt haben wir nur noch eine Mission. Die Hauptmission. Endlich den ganzen Nebenkram erledigt. Ja. Oh, und wir haben wieder ein bisschen Iridium gesammelt. Ich habe jetzt 9 Stück, das heißt, wir können auch wieder kurz mal ein bisschen aufrüsten gehen. Ja, gucken, was der so hat, aber... Ach, wo war der nochmal? Dir. Das ist echt schlimm. Sehr schön, dann können wir gleich nochmal hier gucken. Lila. Leuchtet. So, mit 9 kann ich mir natürlich noch nicht die Sachen für 12 holen, aber das nächste Rucksack-Upgrade wird für 8 gekauft. Das hol ich mir jetzt schon mal. Ich guck mal. Ne, das habe ich mir schon gekauft. Das nächste würde bei mir jetzt 12 kosten. Ach so, okay. Jetzt habe ich das nächste Upgrade
Für meine Schrotflinte kostet 12, für Sniper kostet 12 und für einen Rucksack kostet 12. Also ich habe jetzt 3 Sachen auf die gleiche Stufe geupgradet. Miau. Na, ich könnte mir noch Granaten upgraden, aber Granate benutze ich nicht so viel, das bringt irgendwie nichts. Nö, nö, okay. Lassen wir mal. Dann können wir los. Genau. Ja. Yeah. Hau weg! So, was haben wir jetzt da als letztes nochmal gemacht? Diese ganzen Rennen mit dem Wagen waren da ja. Ich habe das irgendwie jetzt durch die ganze Lilith-Sache ein bisschen vergessen. muss ich gerade nochmal gucken. Wir müssen ja in dieses Tor rein. Also wir haben ja jetzt das Auto ausgerüstet und können uns damit dann reinschmuggeln. Ah, genau. Können so tun, als würden wir zu den Typen gehören, zu den Bloodshots. Genau, da war ja was. Bauen wir uns mal so ein schönes Ding. Oh Mann, meine Framerate. So. Schön breit mit dem passenden Fass. Willst du vielleicht noch auf den Schützenplatz? Ups, ja. Ach, das ist so blöd. Weil der zeigt hier an, auf rechten Platz setzen, auf linken Platz setzen. Und erst wenn ich ein Stückchen weiter vorgehe, sagt er mir auf Schützenplatz setzen. Ja, kannst du nicht, während du im Wagen bist, noch die Position ändern? Gibt es da irgendeinen Button oder so? Das weiß ich nicht. Das ging im ersten Teil. Jetzt, wo deine Karre so Bloodshot-mäßig aussieht. Sei bereit, das Fass abzufeuern. Ja, ja. Scheint einer von uns zu sein. Lasst ihn rein. Ich versuche inzwischen Hyperion wieder ans Rohr zu kriegen. Sind die doof? Die voll doof. Zeit für ein Massaker. Soll ich jetzt hier... Ach so, wir dürfen wieder mit zu Fuß. Okay, aber ja, schieß... Ja, genau. Noch besser da rein. Ich find's auch geil, wie die nicht wieder das Tor zumachen. Wow, ich kann das nicht hier gescheit. Ich kann nur hier vorne reinschießen. Ja, okay, aber wir haben ja die ganzen Typen jetzt hier im ersten Sichtbereich erledigt. Ja. Na, da kommt er jetzt erst drauf, wo wir drin sind. Niemand kommt. Genau. Lololo. Mach doch selber den Scheiß. Schnapp ihn dir, Batman. Batman? Was? Wow. Das Tor sieht ja auch schon mal nicht so nett aus. Oh Gott. Oh, das ist ja süß. What the hell? Das sieht irgendwie cool aus. So ein bisschen Batman. Wie so ein Japaner mit so einem flachen Hut. Okay, unser fröhliches Zwerg. Yeah. Ja! Achtung, die haben einen Badass. Was haben die? Ein Badass. Boah, wie ich ihm gebe. Mit der schönen... No! Gott! Hm, du gibst ihm total. Ja, meine Granaten habe ich ihm total gegeben. Gibt's hier irgendwelche kleineren Gegner zum Töten? Oh, schade. Nee, ich bin hinter dir. Ich decke dich. So, weg hier. Schnauze! Ja, wir haben ihn fast. Ja, ja. Ey! Freund, aua! Oh, hab ich bei dir gerade noch Mami. So gereicht. Ja. Du bist zu gütig. Du bist zu gütig. Natürlich. Und runterlassen mit den Hosen. Hier die Birke. Ja, so, und überhaupt. Weil ich muss sagen, das war echt ganz schön effizient gegen den Typen, dass ich all meine Granaten auf einmal verfeuert habe, während ich noch da gestanden habe. Das war echt gut. Groovy. Groovy, super groovy. Super groovy. So, dann wären wir jetzt wohl in dem Stronghold. Genau. Aber ich muss auch leider sagen, wir müssen so langsam Schluss machen. Oh ja, 20 nach 4 schon. Was? Wir nehmen schon 2 Stunden auf. Okay. Ja, eben bist deshalb. Sehr gut. Roland muss hier irgendwo sein. Du schaffst das ganz bestimmt. Aber wenn Roland etwas zustößt, sieh zu, dass Roland nichts passiert. Okay, wir werden unser Bestes tun. Machen wir gleich. Erstmal aktivieren wir hier so und haben wir Schnellreisepunkt. Alles brav gespeichert. Ein Traum. Auch wenn ich so Spielen ehrlich gesagt nie zu 100% traue, dass sie für mich gespeichert haben, wenn ich nicht selbst auf einen Knopf namens Speichern drücken kann.
Okay, du bist da misstrauisch. Ja, auf jeden Fall. Nicht da, da oben. Ja, da oben geht's weiter. Ich wollte nur Gegner. Gucken. Mhm. Ich wollte genau, nur gucken. Genau, da oben geht's weiter. Bleibst du hier? Pfui, Aussitzplatz. Oh Mann, okay. Wuff. Okay, dann würde ich sagen, machen wir hier beim nächsten Mal weiter, wann auch immer das sein wird, so in 6 Monaten. Da, sag nix, dieses Mal schaffen wir es. Naja, wenn du dich frühzeitig meldest und so, ne? Ja, ja, sag das mal im Professor. Okay, Professor, lassen Sie den Stone mal hier aufnehmen. Professor, wir müssen aufnehmen, ja? Genau, anders geht's nicht. Okay, Leute, dann sehen wir uns hier beim nächsten Mal wieder. Ich sage tschüss und bye bye. Bis zum nächsten Mal, ciao.